Kohutov ist eine Gemeinde in Tschechien. Sie liegt 7 Kilometer nordöstlich von DVUR Karlovy nad Labem und gehört zum Okres Trutnov. Geografie: Der Ort erstreckt sich im Tal des Baches Drahüne im Königreich Wald. Im Norden erhebt sich die Lysský Hora und im Nordwesten der Kamenný Vlch. Nachbarorte sind Hajnice im Norden, Emravanši Domky und Nesete im Nordosten, Vajnanov, Belun, Cakauti, Sedlo und Hákov im Osten. Im Südosten, Kasparová Hora, Čustníkovo Hradiště und Ferdinandov im Süden, Rabizund Kopvere im Westen sowie Nový Kohutov im Nordwesten. Geschichte: Die erste Erwähnung von Kokotry stammt aus dem Jahre 1415. Der Name des Ortes leitet sich vom slawischen Wort für Hahn her. An Kohutov führte der mittelalterliche Salzweg von Böhmen nach Schlesien vorbei. Aus einem ursprünglichen Einzelhof entstand entlang des Baches ein Straßendorf. Das später gegründete Neukocken war ab der Mitte des 19. Jahrhunderts Teil der Gemeinde Königreichy. Gemeindegliederung: Für die Gemeinde Kohutov sind keine Ortsteile ausgewiesen. Zu Kohutov gehören die Siedlungen Klatrubi, Novi Kohutov und Vajnanov sowie die Einschichten Kasparová Hora, Rabizo und Sedlo. Sehenswürdigkeiten: Kirche Mariä Himmelfahrt, Alter Friedhof, Statue des Hl. Johannes von Nepomuk, barocke Kapelle in Klatrubi, Kapelle in Vajnanov, Teich Rabi S.